So, ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mindtest Creators Server Let's Play. So, ja, ich muss zugeben, schon eine Weile her für mich. Ja. Während für euch die letzte Folge gerade mal so ein Monat her war, ist für mich die letzte Folge Aufnahme machen, naja, eher so 2 Monate her. Ich habe also absolut keinen Plan, wo wir waren und wo ist überhaupt meine Mindtest-Umgebung. Hallo. Mein Test, das ja. So, da hat das. Sehr gut. So, ja, alles richtig, alles korrekt. Da hat man hier Vollbild. Let's go. So, haben wir jetzt Vollgang was gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ja. Ja, keine Ahnung. So. Disziplin, Ronny. Geht doch. So, wie... Warum sind wir hier? Ach ja, ich war ja irgendwas mit der Signalanlage, dass sie die ganze Zeit gedingelt hat. Und da habe ich irgendwas gemacht, was auch immer. Ah, diese Steinplatte erkennt man schon, dass es irgendwie eine Steinplatte ist. Selbst wenn man, ne, also wenn man da so ein bisschen, ne, man merkt hier, dass es da so ein bisschen, ne, man merkt schon so ein bisschen so, ne. Aber ich habe keinen Ton. Habe ich keinen Ton? Wieso habe ich keinen Ton? Ah doch, okay. Die Terplatte macht einfach nur keine Geräusche. Lol. War schon immer so? Naja. Ja, also jetzt, wo wir hier sind, hat sich auch ein bisschen was getan. Also hier vorne beim Markt jetzt eher weniger. Wobei, ich weiß nicht mehr was. Aber ich habe hier vorne irgendwas geändert, weil irgendwas total verbuggt war. Also nicht verbuggt, sondern ich habe einen Fehler gemacht. Irgendwas hatte hier keine richtigen Preise, weswegen das zwar da war, man es aber nicht kaufen konnte. Das habe ich jetzt gefixt gehabt. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, was das war. Irgendwas. Ich glaube, hier vorne war das irgendwas. Ich glaube, eins von den beiden konnte man nicht kaufen, weil hier keine Preise drin waren oder irgendwie sowas. Ah, genau. Ansonsten hatte die nette Mitspielerin Zwergi. Oh, da fährt ein Zug. Oh, Zug ist weg. Hat die nette Mitspielerin Zwergi hier den postbotanischen, wie ist das Ding? Forstbotanischen Garten weitergebaut. Was ist jetzt hier? Eine idyllische Landschaft, wo man seine Gefühle freilauf lassen kann, I guess. Gut, den kann man sich leider nicht. Könnt ihr also gerne mal auschecken hier, das Ding. Sehr schön geworden. Gerade jetzt bei dem Wetter draußen würde ich so gerne einfach hier sitzen und einfach entspannen. Das Wetter, ey, wenn es in die Kamera nicht laufen würde, ich würde hier 110% ohne T-Shirt sitzen. Könnt ihr mir aber sowas von glauben. Es ist so warm draußen. Es ist einfach nur abartig. Einfach nur abartig. So, genau. Das hier ist einer meiner absoluten Favoriten. Gut, ich stehe auf alles, was ein mystisches Zeug ist. Ist bei mir so, ja, ist halt bei mir irgendwie so drinne. Aber auch so von der Gesamtarchitektur her, mit dem schönen Torbogen hier. Hat schon was. Gut, die Symbole hier finde ich ein bisschen mit den leuchtenden blauen Augen schon ein bisschen sehr abstrakt. Aber gut. Der macht da gerade ein bisschen Tanzübungen. Linke Hand vor, rechte Hand vor. Noch ein Tor. Ah, nee, was anderes. Ja, also hier so verschiedenste Biome. Also nicht nur die Biome, die es so gibt, sondern auch so ein bisschen was selbst. Eigene Ideen eingeflossenerweise. Ich habe zum Beispiel noch nie ein Biom gesehen, wo Schaukeln sind. kann man sich auch nicht. Ach. Und dann ja hier hinten der große Gebäude mit der schönen Gartenanlage drin. Ja, also da hat sich auch ein bisschen was getan. Mitschig. So, aber wir wollen hier gar nicht mehr so lange schnacken. Wir waren mit dem anderen Haus ja fertig. Genau. Hatte ich da einen Hauptpunkt gesetzt?
Nein. Nein. Wie war das? Darunter Strich? Nein. Ich bin verwirrt. Wie war denn das? Ach, einfach nur Homes. Schon wieder. Aha. Zwei, Home, Bett. Okay, dann war es zwei. Genau. Genau, hier waren wir ja soweit fertig. Was so die Grund, also das, ja, das Haus an sich angeht. Jetzt fehlt halt noch so ein bisschen Keller, muss man noch weitermachen, die ganzen Kisten. Der Keller sieht noch sehr leer aus. Und halt oben so ein bisschen Innenarchitektur, ne? Also so ein bisschen einrichten. Die Kisten hinten hat man schon weggeräumt, ne? Genau, oh, hier ist noch was. Warum ist hier noch was? Was soll das? Jetzt muss ich mal gucken, wo wir die Kiste überhaupt hingeräumt hatten. Ach, sieht das hier schön aus. Oh, das Design ist einfach überwältigend schön. Hey, warum haben wir die Kisten hingestellt? Wir hatten noch draußen, dort haben wir die Kisten stehen. Wo haben wir die denn hingestellt? Oder haben wir die einfach alle ausgeräumt und wieder zu unserer alten Base gebracht, die ganzen Sachen? Oh, scheinbar. Gut. Wie gesagt, hier würde ich gucken, wie ein paar Kisten hinstellen. Vielleicht an die Wand. Dass man da... Doch, das würde sogar voll Sinn machen. Wenn ich hier so zwei Dodoa hochstelle, dann kann er hier die Platte weg, weil sie, ne, sie sieht man eh nicht. Das heißt, man kann hier locker die gesamte Wand mit Dodoa voll klatschen. Und dann hier in die Mitte vom Raum kann man ja den Kisten hinstellen. 1, 2, 3. Ah, das ist eine ungerade Zahl. Gut, hier sowieso wie in der Treppe auch ein bisschen. Ich hole mal ein paar Dodoa und ein paar Kisten. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier am dümmsten machen. Ich darf aber nicht vergessen. Ich habe ja auch noch meinen Pipeworks-Anschluss da hinten. Da irgendwo. Der kommt ja auch hier irgendwo her und es soll ja hier auch irgendwie einsortiert werden. Von daher macht es sogar ganz Sinn, hier auf der Wand Dodoa hinzuklatschen. Denn sind das mit denen gleich die, wo die Sachen, die herkommen, einsortiert werden. Sind ja bloß ein paar Mineralien. Das wäre also auf jeden Fall machbar. Problem ist natürlich mit der Pipebox, da muss ich da hinten ein bisschen mit der Pipebox eine Anlage bauen. Die würde man aber hier draußen sehen. Das heißt, ich wie machen wir das am dümmsten? Okay, das heißt also, wir werden wahrscheinlich doch eher so machen. Wie gesagt, darum hat er eine ungerade Anzahl, dass ich die Dwarf, die an die Wand kommen, nicht direkt in die Wand baue, sondern hier auf der Ebene baue, sodass hier hinten quasi ein Spalt Luft ist, wo ich dann die mit Pipeworks ein bisschen bauen kann. Dann haben wir quasi hier die Dwarf, abgesehen von der Treppe. Wenn man vom Teufel spricht. Hi. Wir kommen im Let's Play und so. Wo kommt das eher? Genau, dann haben wir hier quasi die Door. Dann haben wir hier jeweils Eingangplatz, Kisten, Eingangplatz, Door. Das ist doch eine gute Idee. Ja, so machen wir das. Das heißt, wir brauchen, also erstmal gucken, ob wir noch Kisten oder sowas haben. Und dann schauen wir mal. Hey, moin. dann schauen wir mal. Komm, wir haben sogar schon 8 Kisten. Easy. Was haben wir denn hier vorbereitet? Wow, warum haben wir so viele verschiedene? Gut, wir haben noch 4 unabgeschlossene Kisten. So rum. Und wir haben diverses Holz. Das ist sehr gut. Habe ich vor kurzem Holz geerntet? Wir haben auf einmal so viel davon. Holy shit. Ja gut, dann können wir das gleich mal nutzen, um noch mehr Kisten zu bauen. Holzschubfach.
Ich würde von einer. Ah, sieht beides gut aus, ne? Gehen wir noch da. Ich würde mal sagen, zu unserer Architektur passt das Holz doch eher als das hier. Ja, dann nehmen wir so, also diese Dua und dann mal gucken, wie die gebaut werden. Was für Holz wir da brauchen. Da müssen wir, glaube ich, das normale Apfelbaumholz brauchen, ne? Die hier. Genau. Ah, ne. Ach, da war das mit jeder Gruppe. Okay. Das heißt, wir mal ein bisschen mixen. Genau, hier brauchen wir mal spezielles Holz. Und für diese ganz einfachen brauchen wir einfach irgendeine Art von Holz, die nicht bereits hier verwendet wird. Oder einfach eine gemischte Art Holz. Geht beides. Das macht uns das Ganze natürlich wesentlich einfacher. Da können wir nämlich auch noch hier von Stack nehmen. Und dann können wir uns ein paar da klatschen. So. Haben wir schon mal Holz. Und wir brauchen noch Eisen. Denn die Kisten müssen wir ja abschließen. Haben wir hier Eisen. Zinnbarren, Edelstahlbarren. Ich glaube, das ist das Richtige, ne? Schmiedeeisen. Oh Gott. Ah ne, doch, das brauchen wir. Schmiedeeisenbarren, genau. So, dann würde ich mal sagen. Home 2. Nehmen wir erstmal die andere Seite. Ne, bei der Seite haben wir ein bisschen mehr Freiraum, weil da nichts Spezielles hin muss. Das heißt, wir wollen erstmal die Seite, die schwieriger ist mit den Pipeworks und spiegeln die dann einfach auf die andere Seite. So, jetzt kommt's. Wir brauchen Holz. Oh, Geld. Wir brauchen noch ganz viel mehr Holz. So, dann brauchen wir für die Door auch erstmal Kisten. Genau. Das heißt, dann mache ich mal ein paar mehr. 42 wird so gar nicht reichen, aber ist erstmal Anfang. Aber wir brauchen. Alter, Mann, brauchen wir viel Holz. Holy shit. Gut, dann, let's go. So, jetzt aber. Wenn ich jetzt das mache. Ja. Und von dem habe ich aber nur noch 12. Das heißt, so kriege ich maximal noch 12 Drohre raus. Sollte erstmal reichen. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch viel mehr Holz. Verdammte Kacke. So. Jetzt. Achso, ich muss ja die Steinplatten abbauen. Oh Gott. Ja gut. Ich muss mich erstmal hier wieder ausrüsten. Also erstmal Werkzeuge. Bringt mir meine Axt. Spitzhacke. Welche nehme ich denn heute? So eine große Auswahl. Nö. Nö. Welche, die tut was kaputt. Wobei, ich nehme erstmal die. So, dann brauchen wir wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen mehr Eisen. Für die abgeschlossenen Kisten. Ich nehme mal hier so zwei, drei Blöcke raus. Also ich habe die Anlage übrigens, ich habe die letztens angelassen. Ich habe die jetzt wieder ausgeschaltet, ne? Zwischendurch. Weil die Kisten schon wieder sich ganz schön hier, unsere neue Kiste auch schon wieder überhalb voll. Ja. Das eskaliert irgendwie ganz schön schnell. So, wir brauchen noch mehr verschiedenes Holz. Das heißt, ich klatsche mir mal nochmal hier ein Stack davon rein. Und zwei Sechs davon rein. Warum ist denn alles so unsortiert, sag mal? Ich habe überhaupt keinen Überblick von was wir wie viel haben. Du kommst auch gleich mit. Du kommst noch da. Was? Komm, Platz A. Du gehst noch da. Du gehst noch da. Ich habe sogar noch ein bisschen Holz. So, du und du und du. Gott, haben wir viel Holz. Immer her damit.
sind die Geschenke ange... Ach ja, ich muss ja... Oh Gott, ich muss auch noch Briefkästen über, über Dings dann. Ah! Oh mein Gott. Da ist ja auch noch Holz. Warum ist auch noch Holz? Ab nach unten mit dir. Ah ne, du kommst noch da. Wir haben viel zu viel Holz. Mein Gott. Muss noch schauen. So. Dann schauen wir mal. Okay. Wow. Holy Wackamoli. Hä, aber ich dachte, man kann solche Sachen nicht in Briefkästen werfen. Ah. Alter. Was ist denn los mit euch? Okay, da muss einer ganz, ganz viel Langeweile gehabt haben. Alter. Wow. Also entweder hat da jemand so eine automatische Fabrik, wo er die Sachen automatisch, ne, so mit diesen Autocraftern. Oder jemand hatte sehr viel Langeweile. Heilige Scheiße. Gut, reißen wir auch. Gut, ich glaube, ich brauche doch ein leeres Inventar. Gut. Wow. Ich würde mal sagen, ich räume erstmal hier unten die Sachen raus. Du musst erstmal nach da. Ach, so geht gar nicht. Schade. Ja, bei dem Ding kann man nur Sachen rausnehmen. Du kannst ja nichts reinpacken oder auch nichts halt bewegen. Weil es ja auch ein Rausnehmen und wieder reinpacken wäre, technisch gesehen. Oh mein Gott, die Kiste wird voll. Oh mein Gott. Das ist aber viel Rainbow-Zeug. Wir brauchen definitiv eine Kiste wirklich nur für Werkzeuge. Das ist ja hier schon, die quillt ja schon über. Holy Wackamauli. Und ein bisschen Rainbow-Ohr. Das ist ja auch nicht verkehrt. Die packe ich mal nach oben. Bam. Nice. Ja, Rainbow Ore kann man immer gut gebrauchen. Weil das ja leider eins der wenigen Sachen ist, die bei der Anlage hier nicht abfallen. Ich meine, gut, nicht, dass wir trotzdem zu wenig hätten. Ich meine, guckt euch das an. Ich weiß noch nicht, wohin mit dem ganzen Zeug. Holy shit. Sieht doch alles so lecker aus. Oh. Also, und das bei dem Wetter. Ich würde am liebsten jetzt mein Bildschirm austrinken. Ich brauche erstmal kurz ein bisschen Platz für mein Inventar. Ich weiß, es ist ungeschützt, ist aber nur kurz temporär. Hoffe ich. Damit ich hier die Briefkasten ausleeren kann. Ach, ich habe noch einen zweiten Briefkasten. Oh Gott, ich habe Angst. Oh, ich habe Angst. Da bin ich 2 Monate nicht da und alles eskaliert. Oh. Oh, neuer Bahnsteig. Oh. Der Bahnsteig wurde überarbeitet. Dort ist neu. Nett. Nicey dicey. Ja, ich habe so ein blumiges Gefühl bei der Sache. Gut. Blumenfreunde haben wir also auch unter uns. Verstehe, verstehe. Gut. Die 3 Muffins verleibe ich mir mal direkt ein.
Lecker. Oha. So. Alter. Brauche ich erstmal neue Kisten dafür. Haben wir überhaupt schon eine Kiste für Blumen? Was war denn in der Kiste hier drin? Oh Gott. Stimmt ja, die ganzen Rainbow-Äxte sind da noch drin. Holy Wackamoli. Bäh. Kiste für Blumen. Haben wir sowas schon? Ah, ja, haben wir. Dann kommst du da rein. Du. Haben wir noch was? Ach ja. Der rote Rosen. So. Ich pack erstmal die Blätter. Dschungelbaum. Was ist ein Dschungelbaum? Warte. Damit rein. Das Holz in die so schon ganz schön volle Holzkiste. Oh mein Gott. Ja gut. Das, das ist einfach, das ist wow. Also Holzprobleme haben wir in Zukunft definitiv nicht mehr. Außer wir brauchen irgendein spezielles Holz, dann, ne? Aber Holz im Allgemeinen sieht gut aus. So, Getränke und sowas mache ich am besten hier hin. Nur hier sind ja auch so unsere ganzen Zutaten. Aber eben, hier hinten sind nur Zutaten, ne? Fertiggerichte. Ja, wobei, die Wand hier ist ja komplett frei. Dann mache ich hier mal... Brauchst du die Nacht? Nope. Getränke. Ananassaft, Kaktussaft, Tasse Kaffee, Möhrensaft, Twibbleberry Smoothie. Also auf Deutsch sowas wie, na gut, Smoothie ist ja deutsche, also nutzt man auch im Deutschen, so ein Dreifrucht-Smoothie oder Drei-Beeren-Smoothie. Und Himbeer-Smoothie. Möhrensaft, Kaktussaft. Haben wir am meisten. Da haben wir jeweils nur 90 von. Denn ich mir davon jeweils am besten noch gleich mal ein paar mit. Für unterwegs. So, was haben wir noch? Salat. Die guten Donuts. Kartoffelsalat mit Gurke. Blaubeerkuchen. Rhabarberkuchen. Oh Gott. Oh. Hervorstehender Dschungelbaum. Was? Hervorstehender? Digga, das klingt ja wie als... Nein, ich mach das nicht. Ich mach jetzt keine erwachsene Witze. Please stop it. So, erstmal hier Bürger. Dann würde ich sagen, du kommst so thematisch am ehesten. Ja, Salat und Gurke. Spaghetti packe ich hier mit dazu und die beide packe ich. Ja, so ungefähr. Easy. Ha. So, und ich bin schon wieder am Überlegen, wo wir eigentlich unser ganzes Geld lagern. Ich weiß jetzt immer, wo ich das hinpacke. Müsste oben in der Wertkiste sein, ne? In der Wert... Also hier in der... Natürlich nicht. Na, hier bestimmt nicht. Hier ist ja nicht abgeschlossen. Was hier drinne? Nö. 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 Ich bin verwirrt. Nö. Oder hat sich das Geld die ganze Zeit bei mir? Oder das war gar nicht aus dem Briefkasten? Nee, doch, das war aus dem... Genau, hab ich aus dem Briefkasten rausgenommen. Wo lange wieder? Was ist eigentlich hier drin? Achso, die ganzen Upgrades. Gott, die haben viel zu viele Kisten. Ach, ich erinnere mich. Ich glaube, wir haben unser ganzes Geld ja bei der Bank eingezahlt, ne? Ich glaube, da war was. Dann mache ich das am besten gleich direkt nochmal. Da. Ach, da.
Oh, Züge. Uhu. Das hier. Wir haben 500. So, Dispute, Withdraw. Ich glaube, das war das hier, ne? Nein, doch falsch rum. Verdammt. Da muss ich jetzt gleich schon noch wieder drauf. Ah, ne, kann man auch hier. Das klingt schneller. Yeah, wir sind reich, Digga, 23k. Ja, moin. So. Okay, dann, ah ja. Ich wurde ja noch, hier beschenkt. Oh. Gut, okay, wir brauchen definitiv eine neue Kiste. Wir brauchen definitiv eine neue Kiste. Okay. Nice. Gut, das heißt, Werkzeugkiste. Ich meine, eigentlich ist das ja die Werkzeugkiste. Das heißt, hier können die Werkzeuge eigentlich drinnen bleiben. Und alles, was Krimskram ist, müsste hier eigentlich eher raus. Das heißt, du bist ein Werkzeug, du bist eigentlich auch ein Werkzeug, du bist auch ein Werkzeug, das kann raus, das kann raus, das kann raus. Werkzeug, Werkzeug. Alles Werkzeug. Rüstung ist auch. Werkzeug, 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 raus. Werkzeug. Ah, im weitesten Sinne ein Werkzeug. Werkzeug, Werkzeug. 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 Raus, 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 raus. Raus, raus. Werkzeug, Werkzeug. Raus, 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 raus. So, dann kommen jetzt die Sachen rein. Ah, schon sieht's wieder. Ah, passt doch. Ich mache jetzt eine Special-Sachen nach unten. Wobei macht natürlich auch keinen Sinn. So. Eigentlich hängt da hier unsere Rüstung. Glaub mal, die eine Rüstung, die packe ich mal in unser Survival Kit. Damit wir immer eine dabei haben. Für den Fall der Fälle. Kriege ich eine Delle. Dann nehme ich ein bisschen noch gleich mal so ein Schwert mit. Da. Und, wo wir schon dabei sind, eine Axt. Und eine Schippe. Und eine Axt. Warum sage ich hier eigentlich immer Axt? Also ist ja eine. Ist eine Spitzhacke. Irgendwie sage ich eine Spitzhacke immer Axt. Ich habe keine Ahnung. So, du kommst nach da. Und die drei, die kommen einfach so da drüber. So, damit es so einigermaßen passt. Eigentlich könnte ich die beiden da rausnehmen. So, die brauche ich ja definitiv nicht. So, geht mal hier weg da. Und ihr geht mal hier rein. So, ungefähr so. Dankeschön. Genau. Nein, ich wollte eigentlich hier rauf. Danke. Gut, dann können wir hier die Vorräte ja eigentlich. Genau, sie eigentlich könnt ihr. Hier. Na, kann auch so bleiben. Okay. Jetzt erstmal wieder. Da müsste weitestgehend. Nee, ist nicht leer. Fast kaputtes Steel Chestplate. Den kann ich eigentlich komplett wegfeuern. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Die Eimer. Ja, doch, die mach ich auch da rein. Dass man die nicht sticken kann. So bekloppt. Nee. Du nach da, du nach da, du nach da, du nach da, du da, du da, du da, oh, du da. So. Ja, kannst du ehrlich kommen. Bye bye. So, wir machen ein bisschen. Saplings hatten wir auch unten bei den Kisten. Haben wir hier auch die großen? Nee, hier haben wir nur die normalen. Dann kommst du mal raus. Du kommst nach da unten. Und in die anderen Dschungelbaum, Saplings, Gedings, Gedöns, kommt ihr. Perfekt. Gut, dann haben wir schon mal soweit alles eingeräumt.
Aua. Dann räume ich mal schnell die Sachen hier raus. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge dann wieder. Bis dann.